Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Alte Meister der Männer empören sich, Teil 2. Ja, mit dabei sind der Küchenphilosoph Philipp Reitzer, der sprechende Hund Billy. Mein Name ist nach wie vor Wladimir Kaminer. Und wir wollen uns heute von den Frühlingsgefühlen angestachelt der Frage widmen, warum liegt hier eigentlich überall Stroh? Nein, was ist Liebe? Ist Liebe eine Emotion? Ist Liebe der Sinn des Lebens? Oder ist die Liebe bloß eine Mischung aus irgendwelchen Chemikalien, Hormonen und Pheromonen, die uns helfen, unseren Selbsterhaltungstrieb im Sinne der Evolution irgendwie weiter zu betreiben? Oder eine Fiktion? Oder gibt es die Liebe nicht? Oder ist Liebe genauso ein soziales Konstrukt wie wir? Wir wollen natürlich diese Frage aus der Schublade alte weiße Männer betrachten. Also, was ist eigentlich für Bailey die Liebe? Eine ständige Suche nach Partnerschaft? Der einzige Grund, aufzustehen morgens. Also normalerweise bleibt Bailey ja eigentlich liegen, immer. Der geht ungern spazieren. Die einzige Zeit, wo der Hund vor mir aufsteht, ist der Frühling, weil er genau weiß, draußen sind überall heiße Hündinnen und da muss er hinterher. Das ist das Einzige, was ihn nach draußen treibt. Das ist sehr anstrengend für ihn, weil er überall, er muss ja alles abschnüffeln, er muss sich orientieren, er muss gucken, welche gefällt mir vielleicht aber nicht. Aber das weiß er, dass er will. Ja, er will raus und so offensichtlich würde er sich gerne vermehren, um das jetzt mal charmant auszudrücken. Das ist allerdings für ihn so beeindruckend und das ist übrigens ganz interessant, weil ich glaube, dass das ja wahrscheinlich bei, naja, sagen wir mal zumindest allen Säugetieren ähnlich ist, das setzt bei ihm auch sämtliche Vernunft außer Kraft. Also jetzt dieses Frühling hat er es geschafft, auf der Suche nach irgendeiner Hündinnenspur seinen Kopf so tief in ein Gebüsch zu stecken, dass er den Stacheldraht übersehen hat und hat sich die Nase aufgerissen und hat jetzt wie so ein Pirat 3 so weiße Narben vorne auf der Nase. Und Helena findet das ganz schlimm, weil der arme Hund ja leidet und ich denke so, scheiße, das ist total verwegen. Das ist doch, verstehst du? Für die Liebe hat er sich die Nase zerschnitten. Das ist so wie Auge raus. Ich glaube nicht, dass das die Liebe ist der Grund für diese Verletzung. Ich glaube, er hat einfach den falschen Weg genommen, weil der Weg zur Liebe führt nicht direkt durch die Hecke. Nein, ja. Ja. Und vor allem aber muss man wissen, was eigentlich Liebe ist. Ich habe gegoogelt und bei der kritischen Soziologie eine sehr interessante Beschreibung gefunden. Und zwar steht hier, Liebe ist ein Ergebnis des Handels. Die Liebe entsteht aus dem Verhandlungsprozess über eine exklusive und möglichst dauerhafte Vereinbarung des sexuellen Eigentumsrechts zwischen freien Individuen. Naja. Das ist aber sehr deutsch, finde ich. Zuerst habe ich gedacht, na klar, was hat es mit alten weißen Männern zu tun? Freie Individuen verhandeln über das sexuelle Eigentumsrecht, zwei oder mehrere Individuen, ist doch okay. Nein, ist nicht okay, weil in einer patriarchalen Gesellschaft ja, die von Verhaltensebene nicht gleich ist. Natürlich. Du kannst da keine Vereinbarung auf der gleichen Augenhöhe schließen. Ja. In einer Gesellschaft, in der... Na, ist ja egal, der eine immer über dem anderen steht, weil er mehr Zugriff auf Ressourcen hat und eine bessere soziale Stellung hat. Genau, die Männer sollen ein höheres Ansehen genießen. Können sie natürlich keinen moralischen Vertrag auf Augenhöhe schließen mit jemandem, der unter ihnen steht. Ja, also es geht ja bei dieser ganzen Liebesgeschichte um Selbstwertgefühl. Ja, aber ich frage mich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ob das so direkt auf Liebe zutrifft. Das wäre jetzt für mich eigentlich eher die Beschreibung von Beziehung, nicht von Liebe.
Also ich meine, jetzt muss man vielleicht unterscheiden, was ist denn, also Liebe hat ja, also du hast, keine Ahnung, biologische Liebe, dann hast du vielleicht Liebe im gesellschaftlichen Kontext, aber du hast ja auch noch die romantische Liebe, also das, was so, keine Ahnung, Disney uns verkauft, also diese völlig irrsinnige Vorstellung von, also irgendwann in deinem Leben triffst du diesen einen Menschen und der ist für dich der eine und du bist für ihn der eine und von da an bis ans Ende aller Tage erfüllst du seine Bedürfnisse und er deine komplett, ohne dass ihr jemals darüber gesprochen habt und werdet glücklich und lebt ewig. Also erfahrungsgemäß würde ich behaupten, das ist Kacke und das führt, glaube ich, zu einem sehr hohen Leidensdruck, wie man ja an dem Mund und der Nase sieht. Aber die Liebe ist ein biologischer Vorgang. Das, was du beschrieben hast, Philipp, das sind romantische Liebe, das sind alles Teile, natürlich sind das alles Teile des Gesamtkomplexes. Der Biologie. Weil was willst du sonst dann in dieser Liebe? Was kannst du da sonst vergessen? Natürlich geht es darum, dass Menschen miteinander liebevoll kommunizieren. Mhm. Ja. Das bietet sich an der Stelle. Ja. So als Einstieg. Und da kommen diese sozialen Aspekte mit ins Spiel, wo sie gar nicht zu suchen haben. Dass eine Frau zum Beispiel nicht von allein in einer von Männern, alten weißen, dominierten Gesellschaft, nicht von allein sich selbst bestimmen kann. Also sie braucht dafür jemanden, als externe Bestätigung, was Männer nicht haben, weil Männer immer eigenständig und alleine und brauchen niemanden. Kann eine Frau in der heutigen Gesellschaft selbst bestimmen, wie gut sie ist? Ich bin so, wie ich bin und ich möchte auch keine andere sein. Ich möchte mich jetzt nicht äußerlich anpassen an Belange von irgendwelchen alten weißen Männern. Kannst du, glaube ich, auch als Frau. Das Problem ist allerdings, dass du im Umkehrschluss natürlich für alles, was du tust, zahlst du immer einen Preis. Und ich glaube, selbst heutzutage ist der Preis, den eine Frau zahlt für, ich sage mal, die Verwirklichung ihres Selbst aus egoistischen Motiven, also nur zu sagen, also ich bin ich und das reicht jetzt, basta, was ja Männer viel häufiger tun, dafür zahlt die Frau den höheren Preis. Also du kannst das zumindest hier als Frau auch, aber du zahlst einen höheren Preis dafür. Weil ich glaube einfach, dass du als Frau viel mehr Gegenwind dafür bekommst. Also weil du hast auf der einen Seite allein schon irgendwie die ganzen so anderen Frauen, die das vielleicht auch wollen, aber sich nicht trauen und die das deswegen dann aber vielleicht scheiße finden. Ja, das ist möglicherweise sogar eine rationale Rechnung. Also ich als Frau würde sagen, na gut, scheiß drauf, dann finde ich mir einen alten weißen Mann, weißt du, und werde mich selbst verwirklichen durch ihn. Ja, warum mit seinem Geld eigentlich? Ja, auch das. Falls er welches hat. Ja, soll er eigentlich. Ja, sonst passt das ja nicht ins Klischee. Das ist aber glaube ich, amoralisch möchte ich nicht sagen, aber das ist eine kaputte gesellschaftliche Ordnung. Das ist auch für die Männer nicht gut. Ich glaube, dass durch Patriarchat nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer kaputt gehen. Also sie fangen dann an zu saufen und... Prost. Ja. Naja, ich glaube, haben keine Ziele, ich weiß nicht. Also das ist natürlich genau diese gleiche Augenhöhe, dieses Gleichgewicht fehlt natürlich. Und das ist für beide Seiten nicht gut. Wir gehen zu wenig wandern. Wie kommst du jetzt auf Wandern? Naja, weil es ja nun mal so ist, mittlerweile ist man ja wissenschaftlich auf dem Stand, dass also dieses gesellschaftliche Konstrukt von dem Mann als Beschützer, Herr des Hauses, Hüter des Feuers, Beschützer der Witwen und Waisen, das ist ja nicht Gott gegeben oder von Anfang an schon da gewesen, sondern also das ist ja im Endeffekt erst entstanden mit der Sesshaftwerdung der Menschheit. Also vorher sind wir ja wandern gewesen. Die waren früher, entschuldige, dass ich mich unterbreche. Also diese Größenunterschiede gab es früher nicht. Dass Männer größer sind als Frauen. Nein, so eine Neandertaler-Frau würde auch jemand wie uns heute die noch sein. Die waren gleich groß, über den Tisch ziehen. Absolut. Das ist durch die Landwirtschaft entstanden.
Weil Männer dann angefangen haben, anstatt zu jagen, Körner anzubauen. Gerste, ja, Weizen, Hafer. Dieses Zeug, genau. Körner. Und das mussten sie dann bewachen in bestimmten Lagerräumen. Also wurden die Männer aus Jägern, wurden dann Wächter. Und die Frau konnte nicht mehr frei sammeln gehen, wie früher, sondern musste dann dieses Zeug kochen. Den Rest machen. Ja. Die Care-Arbeit, also putzen, Lebensmittel zubereiten, ja, aber auf die Kinder aufpassen, sonst sind die Kinder ja mitgelaufen, da waren ja immer dabei. Das Brei vor allem. Der Brei. Ja. Die Grundlage des Patriarchats ist der Haferbrei. Ja. Also die Wurzel allen Übels sind gar nicht die alten weißen Männer, sondern eigentlich Haferschleim. Die Landwirtschaft. Ja, Haferschleim. Ja, wodurch kann man das ersetzen, weiß nicht. Naja, jetzt ist ein bisschen wenig Platz, dass wir alle draußen rumlaufen, also und Essen finden. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Der Weg da hinten ist wahrscheinlich etwas schwieriger als der Weg da rein, aber das ist ja meistens so. Naja, aber zurück zu der Frage, ob das Patriarchat für Männer genauso schädlich ist wie für Frauen. Ich denke schon. Ist das, ja. Also ich meine, du siehst das ja schon, wie, keine Ahnung, unentspannt Männer sind. Also dieses ganze Imponier- und Potenzgehabe mit, keine Ahnung, ja. Also da wären wir wieder beim Klischee, dickes Auto, dicke Armbanduhr. Ja. Das ganze Thema ist doch nur so eine Paarungs... Sie sind nicht im Vorteil. Also diese geschriebenen Vorteile... Vor allem, es macht ja auch was mit dir. Also es macht ja auch was mit dir, wenn von dir erlangt, also verlangt wird, gesellschaftlich verlangt wird, dass du permanent andere Leute unterdrückst. Also dass dein Selbstwert eigentlich nur darauf beruht, wie kacke du mit anderen Leuten umgehst. Also natürlich, und ich glaube ja nicht, dass... Sehr gut, dass du das ansprichst. Na, ich glaube ja auch nicht, dass Menschen grundsätzlich böse sind. Also es gibt bestimmt ein paar, die mit irgendwelchen Voraussetzungen auf die Welt kommen, wo man... Genau. So, sieht er auch so. Ja. Die sind einfach pathologisch krank, ja, so, aber alle anderen, würde ich sagen, sind von ihrer inneren Grundeinstellung gleich. Und das, also du entscheidest dich dafür, etwas Positives oder etwas Negatives zu tun. Und das hat eine Auswirkung. Ja, und ich glaube, da das bei Männchen und Weibchen, wenn man in diesem Kontext bleiben will, ja identisch ist, bin ich mir ziemlich sicher, oder wenn man sich das so anguckt, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist und ein Mittelalter weißer Mann ist, sieht man, dass das nicht gut tut. Dass die Leute darunter leiden, unter diesem Umgang, den sie mit anderen pflegen, weil das macht ja was mit dir selber auch. Also das, was du anderen an Leid antust, das tust du dir ja selber im Endeffekt an, weil das ist ja nicht dein ursprünglicher Instinkt. So, nur du kriegst ja, und da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei dieser Prägungsgeschichte, ja nichts anderes vorgelebt. Wie kommen wir jetzt auf Begriff Liebe zurück? Naja, es fängt ja damit an, also ein Männchen und ein Weibchen lieben sich. Also es können auch mehrere sein. Ja, aber biologisch betrachtet brauchst du meistens, also aktuell zumindest, im Großteil ist es ja ein Männchen und ein Weibchen. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, bei verschiedenen Lebewesen läuft es ja sehr unterschiedlich ab. Aber bei Menschen brauchst du mindestens ein Männchen und ein Weibchen, damit ein Nachkomme dabei. Also du brauchst diese Liebe, ja, du brauchst also zwei sich liebende Menschen, die sich in einer leidenschaftlichen Vereinigung zusammenfinden, damit da ein neues Lebewesen herauskommt. Hunde auch diese orgastischen Gefühle bei der Liebe. Weiß nicht, Billy. Er kann das noch nicht sagen. Okay. Wir haben es noch nicht geschafft, eine Dame zu finden, also die passt. Wir arbeiten dran. Nee, ja, meinst du? Billy? Dicker? Bell? Hast du romantische Gefühle? Na gut. Ich glaube, er möchte nicht drüber reden mit uns. Ja. Also die Menschen allerdings haben aus dieser Liebe so eine Mini-Religion gemacht. Früher haben sie in ihren Songs, in ihren Liedern Gott besungen. Und sind auch artig in die Kirche gegangen? Ja, wie sie Gott lieben. Und dann irgendwann mal sind sie umgestiegen von Gott auf eine x-beliebige Person. Und darum geht es in diesen ganzen Liedern und Songs. Ich liebe eine x-beliebige Person. Vor allem gibt es zwei Arten von die Ex-Geliebten und die zukünftigen. Also niemand singt über eine glückliche Beziehung in Gegenwart. Meine Beziehung ist doch... Du meinst, niemand stellt sich dahin und singt, meine Frau kann so schön Hemden bügeln? Ja, das interessiert mich. Ja, während ich gleichzeitig total... Nein. Kochen kann. Entweder sind sie in der Phase des Verliebens. Auf dem Hinrennen oder sie sind auf dem Wegrennen. Ja. Oder der andere ist weggerannt. Aber was ich sehr interessant finde, das ist da so ein bisschen der Vergleich zur Religion.
die Menschen erwarten, also das Groß würde ich jetzt mal sagen, das ist ja der Gedanke dieser romantischen Liebe, das, was ich ja meinte mit ne, Disney, die Menschen erwarten von einem anderen Menschen eigentlich, also eine Art gottgleiche Fähigkeiten. Weil, also ich meine, du musst ja, also wenn du dich selber ernsthaft betrachtest, stellst du ja fest, du bist so zur Hälfte ganz gut und die andere Hälfte ist eher so kacke. Ja, also du bist ja nicht nur voll von positiven Eigenschaften, du hast ja auch Scheißeigenschaften und du hast auch Eigenschaften, die anderen vielleicht auf den Sack gehen. Aber von dem zukünftigen Partner oder von dem, den du dann hast, da erwarten die Menschen, dass er, also verstehst du, dass er perfekt ist. So wie Gott. Also jemand, wo du nicht sagen musst, Entschuldigung, könntest du mal die Spülmaschine ausräumen, sondern der andere muss schon die Spülmaschine ausgeräumt haben, von alleine. Also ohne, dass man darüber spricht. Und ich glaube, das ist ziemlich unangenehm. Das ist auch, glaube ich, das, was das Leid an der ganzen Geschichte. Ja, du kannst keine Pausen machen in deiner Gottesliebe und in der menschlichen auch. Also eine Frau kann nicht sagen, ist schön und gut, aber ich kann die männliche Gesellschaft gut ertragen von Dienstag bis Donnerstag, von 9 bis 16 Uhr und sonst danke. Und ansonsten? Nein, das geht nicht. Ja. Und bei dieser Religion hast du natürlich auch die ganzen Bewegungsmuster, Quatsch, wollte ich sagen. Also die Typen, du hast die Missionare, die dann sagen, love is all you need, alles was du brauchst. Dann hast du die Atheisten, es gibt keine Liebe, das ist alles Quatsch, das ist nur Chemie, das ist nur Biologie, das ist nur Biologie, ja. Genau. Dann hast du Orthodoxe, Marmorstein. Das ist übrigens das Lied über eine glückliche Beziehung in Gegenwart, oder? Marmorstein und Eisenbricht. Marmorstein und Eisenbricht, nur unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, nur wir bleiben uns treu. Sind uns treu, glaube ich. Egal. Reiß ich nicht. Das ist aber dann im Kontext der großen Liebe nicht wichtig, ob sich das reimt, oder? Ich meine, du hast noch nie einen Grabstein gesehen, wo drauf stand, hat sich am Ende nicht gereimt. Oh, das ist aber mein Ansatz. Ja. Ja, aber das ist was, nein, also pass auf. Ja. Wir über das Thema Tod reden wie möglich. Beim nächsten Mal. Nächste so ungefähr. Oder wie auch immer. Ja. Ich möchte jetzt einen Witz erzählen, wie das schon die Tradition ist in unserer Sendung. Ein alter weißer Männerwitz. Im Zirkus. Oh, ist das schwierig immer. Ich muss ehrlich sagen, also diese Witze sind. Im Zirkus, ein Löwenbändiger tritt auf mit einem Löwen, mit einem lebendigen Löwen und steckt seinen Kopf in den Maul des Löwen. Alle klatschen, dann pupsen so auf die Nase. Löwe macht den Mund auf, Kopf ist raus, dann legt er seine Hand in den Maul des Löwen. Die gleiche Geschichte. Dann sagt der Löwe, pass auf, jetzt die absolute Sensation. Spitze, ja. Und also zieht seine Hose aus und legt, ich wiederhole nochmal, das ist ein alter weißer Männerwitz, seinen Penis in die Höhle des Löwen. Mhm. Der Löwe macht vorsichtig den Mund zu. Der Löwenbändiger wartet ein paar Sekunden, schnipst den Löwen auf die Nase, Löwe macht Maul auf, großer Applaus. Der Löwenbändiger spricht mit dem Publikum und sagt, gibt es hier in diesem Raum jemanden, der diese unglaubliche, tödliche Nummer wiederholen könnte. Und eine kleine Frau steht auf und sagt, ich könnte es probieren, aber schnipsen Sie mir bitte nicht auf die Nase. Könntest du mir bitte erklären, warum sich die Frau in diesem Witz
mit dem Löwen identifiziert und nicht mit dem Dompteur. Ja. Oder sagen wir mal so, ja. In diesem Witz, wenn das ein Mann wäre und nicht eine Frau, ein junger Mann steht auf und sagt, ich kann es probieren, aber schnipsen Sie mir bitte nicht auf die Nase. Wäre wahrscheinlich nur halb so witzig. Bulle. Hey. Also wir haben dieses Thema noch nicht zu Ende. Nee, das wird auch noch ein bisschen... Wir müssen noch über die Liebe reden. Wir müssen noch über die Liebe weiterreden, ja, glaube ich auch. Naja, die Frage ist, Humor ist ja immer darauf bezogen, dass du lachst ja am meisten, wenn du dich mit dem identifizieren kannst, was du da... Also eigentlich mit dem, die Scheiße passiert in dem Witz. Also wenn du das nicht irgendwie als Gefühl hast oder das mitfühlen kannst, ist der Witz ja nicht lustig. Die Frage ist, keine Ahnung, fühlt sich... Also diese Unterdrückung ist da. Also das ist also... Du meinst an den Orten und Stellen, nicht nur im Zirkus, sondern da, wo du gar nicht... Ich habe neulich gelesen, Philipp, dass bei der Prüfung der Sicherheitsgürtel für Autos Mannequins benutzt werden, die keine Brüste haben. Ja klar, das hast du doch überall, du hast doch die ganze Technologie. Und deswegen haben Menschen mit größeren Brüsten Schwierigkeiten bei Sicherheitsgürteln. Ja, tut auch weh, wenn du feste bremst. Ist bei Medikamenten doch genauso. Naja, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, wo im Moment so ein bisschen, keine Ahnung, wo drüber nachgedacht wird. Also auf der einen Seite hast du natürlich im Endeffekt, also ich würde ja immer sagen, in so Beziehungsgeflechten, also ne, um auf diese Verhandlungsgeschichte zurückzukommen. Du hast ja, glaube ich, in jeder Art von Beziehung, also egal, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine sexuelle Beziehung oder eine romantische Beziehung, wie auch immer, also immer wenn mindestens zwei Leute sowas in der Art miteinander verhandeln, hast du natürlich immer einen dominanten und einen etwas subversiveren Part. Das muss ja nicht jetzt, also das Gefälle ist ja unterschiedlich. Das kann ja jeder irgendwie sich selber zusammensuchen, so wie er glücklich ist. Ich glaube aber auch, und das ist, glaube ich, auch das ist ja das, ne, mit diesem Patriarchat, ich glaube halt auch, du hast aber immer, einen, der auf eine gewisse Art und Weise etwas tut, und aber den anderen oder lässt, aber du hast auf der anderen Seite immer den, der es auch tun oder nicht tun lässt. Weißt du, wie ich das meine? Also da ist nicht permanenter Widerstand. Ja, und das ist ein bisschen in diesem Witz, weißt du? Also niemand hat ja der Frau gesagt, geh nach vorne und mach den Löwen. Sondern sie hat ja im Endeffekt also von alleine entschieden, also das zu reproduzieren. Also im Endeffekt diese Position. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, wo ich sage, also das muss ja irgendwo herkommen. Also die Jungs werden ja nicht zu alten weißen Männern, weil das von der Natur aus so gegeben ist, sondern weil das ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Und das kriegen sie vorgelebt. Von Natur ist nur eins gegeben. Die Menschen sind unglaublich plastisch. Sie können alles sein. Alte weiße Männer, Frösche, Füchse, Hunde, alles ist Männer, Frauen. Das ist die einzige Erbe, die wir bekommen von der Natur, ist die Vielfalt. Was? Macht, was ihr wollt, sagt uns die Natur. Und wir, am Ende geht es immer übel aus. Es geht immer weiter. Folgende Geschichte. Es gab, ich glaube, in Kanada einen Mann, der hat sich als Hirsch gefühlt. Also er war festgemacht, er ist ein Hirsch in einem menschlichen Körper und das fand er nicht gut. Und dann hat er sich wie ein Hirsch tätowieren lassen und hat so Körperumformungen gemacht und sich ein Geweih und ist auch durch die Wälder gestreift. Und dann wurde er von zwei Jägern erschossen. Weil sie auch dann gedacht haben... Weil er so nah an einem Hirsch dran war, dass sie... Wo alle gesagt haben, ist voll tragisch. Und ich habe gesagt, naja... Glaube ich zwar nicht, nee. Ich glaube, das ist ein Witz. Nein, das ist kein Witz. Schon alte weiße Männer. Meinst du? Ja. Na, ich suche das raus fürs nächste Mal. Ich zeig dir dann... Also es geht immer weiter, also mit uns Menschen. Geht immer weiter. Genau. Und mit unserem Podcast, wo alte weiße Männer versuchen, sich zu befreien und die anderen mit zu befreien, indem wir die Sachen einfach benennen und zeigen, wie sie manchmal sind. Ja. Und damit das nicht ganz so
langweilig ist und nicht immer wir über die Themen entscheiden, haben wir uns überlegt, ihr könnt uns einfach per Mail eure Themenvorschläge schicken. Wir werden uns ein riesengroßes Bonbonglas hier hinstellen und aus dem wir am Ende der jeweiligen Folge ein Thema rausziehen werden, das dann von uns im nächsten Podcast nicht zu Ende, aber zumindest ein Stückchen weiter diskutiert wird. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir nochmal Liebe zu Ende. Wir die Liebe, bringen wir die Liebe zu Ende? Oder den Tod. Also, weil, also es gibt eine richtige Wissenschaft, also diese Nekropolitologie. Okay. Sehr interessante Geschichte, kann ich beim nächsten Mal dann erzählen. Und noch wollten wir Werbung machen, man kann uns auch live sehen, schon sehr bald in Dortmund. Am 6.7. Am 6.7. im Freien, Open Air. Im Westfalenpark. Ja, uns Fragen stellen, Witze erzählen. Lachen. Bell ist auch dabei. Bell ist auch dabei, das ist ganz wichtig, der Hund ist auf jeden Fall dabei. Also mach's gut. Bis dann.